Letztes Game für Tick Rang 35. Oh mein Gott. Boah, Leute, Grom macht so viel Damage. Das ist der Wahnsinn. Wir müssen jetzt aufpassen. Leute, das ist ein bisschen schwieriges Game, muss ich sagen. Hey Leute, was geht? Onkel Mo wieder hier am Start. Hey Leute, so ein lustiges, ja, ich glaube, das wird ein lustiges Video, habe ich das Gefühl. Ich helfe einen Tick auf Rang 35. Dreimal dürft ihr raten, wer es ist. Natürlich Red, wer sonst? Ja, er ist auch im Call. Red, ich grüße dich, hallo. Hallo. Red hat den Tick-Rekord, ja, und er will diese Season ist Pre-Push und nächste Season will er 200 Tick machen. Zwei Games brauchen wir für 1250, ja, also für Rang 35. Leute, viele haben sich das gewünscht, ey Mo, Tick, Red ist so ein krasser Tick, spiel mal bitte mit ihm. Wir haben bisher zwei Games gewonnen, wir haben hier, ihr seht es, zwei Games haben wir schon gewonnen. Ich glaube, der hat auf Rang 35 gepusht, der arme Bruder, kann passieren. Zwei Games, die werden wir aufnehmen, wenn ihr einen Tick-Guide haben wollt. Wo Tick gut ist, welche Star Power, welches Gadget, welche Gears, welche Maps. Leute, ich habe hier wirklich den besten Tick-Spieler der Welt, meiner Meinung nach. Ich kenne keinen besseren. Ich kenne keinen besseren. Die Sache ist so, viele feiern Tick auch nicht. Aber er feiert ihn. Er ist ein Psychopath, was Tick angeht. Wenn euch das Video schon mal jetzt gefällt, lasst gerne ein Like da. Ja, würde ich mich freuen. Und wenn ihr einen Tick-Guide haben wollt, machen wir das mit dem lieben Red. Ja, wenn wir die 300 Likes schaffen, kriegen wir das hin. Also gerne schon mal jetzt ein Like da lassen, wenn ihr kein Like da gelassen habt. Let's go. Die letzten zwei Games nehmen wir auf. Okay, Leute. Wir haben ein Game. Meine Aufgabe ist es hier, den Stern zu holen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich hoffe, ich schaffe es vor Mortis. Okay, ich bin schlecht gegen Buzz, by the way. Ich bin schlecht gegen Buzz. Die haben eine gute Kombo gegen uns. Sehr schön. Leute, Buzz countert mich leider, ihr wisst es. Aber wir halten ihn low. Wir halten ihn low, dass er uns nicht ulten kann, ja? Das ist wichtig. Wir halten ihn low, dass er uns nicht ulten kann. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr gut. Ich habe nicht mehr den Booster. Luke hat den Booster, glaube ich. Er wird sterben, aber doch nicht. So. Das ist okay, dass der Bass auf mich fokussiert ist. So, er wird sterben. Sehr schön. Gegen Mortis sind wir gut. Gegen Mortis sind wir gut. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Können wir ihn killen? Nein. Einmal tanken für Luki. So, killen. Pinch ihn, pinch ihn, pinch ihn, pinch ihn. Er darf nicht, er muss low bleiben, er muss low bleiben, er muss low bleiben. Ah, das fand ich gut. Er musste low bleiben, Leute. Er ist noch low. Er ist noch low, glaube ich. Ah, rip, rip, rip. Er war sehr low. Ich komme. Ah, Leute. Gut gespielt von mir und Luki. Gut gespielt und den holen wir uns, den holen wir uns. Ah, let's go. Heiß, 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 heiß. Aber sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Ah, gutes Game, gutes Game. Der Bass countert euch, Leute. Bass countert euch. Aber solange ihr den Bass low lässt, ja, wirklich aktiv. Ihr seht, er ist low oder er hat wenig Leben. Wirklich aktiv hinter ihn hergehen. Auch ihr könnt das Gadget benutzen, dass ihr ihn quasi Gadget, ihn low halten, dass er euch nicht Gadget, darauf aufpassen, die Range einhalten, ist auch wichtig. Da kann man da ein gutes, wirklich gut gegen Buzz spielen. Buzz ist ein Hard-Counter von Karl, wirklich, ist ein Hard-Counter von Karl. Ja, deswegen, ihr müsst ihn versuchen immer, den Buzz low zu halten, ist ganz wichtig. Ihr habt es gesehen, er war low, ich war aktiv bei ihm, habe ihn gepressured, habe ihn Druck gemacht, ich habe ihn low gelassen. Redex hat das gut mitgemacht, er hat da seine Bomben, seine Tick-Bomben da reingeworfen, die Mean, er war immer low. Ich glaube, der Bass hat mich nur einmal gekillt. Und das ist zu wenig. Der Hard-Counter killt mich nur einmal, ist zu wenig. Sehr gut gespielt. Letztes Game. Letztes Game. Wenn du kein Like da gelassen hast, lass gerne ein Like da. Und natürlich könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Wenn ihr was lernen möchtet in Brawl Stars, dann seid ihr hier richtig. Ja, let's go. Letztes Game für den lieben Red. Leute, wir haben ein Game. Letztes Game für Tick Rang 35. Schwieriges Game. Schwieriges Game. Lass mich gegen Grom.
Oh, die haben gut bekommen. Die haben gut kassiert. Grom ist links. Grom ist links. Grom ist links. Wir müssen jetzt aufpassen. Leute, das ist ein bisschen schwieriges Game, muss ich sagen. Ist ein bisschen schwer. Oh mein Gott. Rip. Ja, Leute, Grom ist so stark. Grom ist so stark. Grom ist rechts. Weg da, weg da, weg da, weg da von Luki. Weg da von Luki. Sehr gut. Sehr gut. Pinch ihn, Luki, pinch ihn, Luki. Ah, das gibt's doch nicht. So low, die sind so low da links. 8 HP. Sehr gut, sehr gut. Luki Red, sehr gut, Luki Red. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Boah, Leute, Grom macht so viel Damage. Das ist der Wahnsinn. Wir werden auf die Bell gehen, wir werden auf die Bell gehen. Sie muss kommen, sie muss kommen. Okay, wir haben viel Damage gemacht bei allen. Wir haben viel Damage gemacht, Leute. So, wir gehen hier raus, wir gehen hier raus. Das haben wir. Sehr, sehr, let's go. Let's go, GG's. Ah, die waren auch hoch. Die waren auch hoch. Ihr seht es. Nice. Wir haben seinen Tick auf Rang 35 gemacht, Leute. Wir gucken mal. Bist du in Deutschland gelistet? Ja. Wir gucken mal seinen Tick. Okay. Lol. Wie viele haben den Tick so hoch? Lol. Wegen diesem Solo-Modus. Okay, Leute. Ja, stimmt. Diesen Solo-Modus. Ihr kennt es, Leute. Diesen Noob-Modus hier. Wo Tick so OP ist. Ja, mit diesem Friedhofs-Fight. Das war das Video. Tick Rang 35. Wenn ihr einen Guide haben wollt, wie man Tick und wo man Tick auf Rang 35 spielen kann, ja, lasst gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Video. Ich sage danke, ciao, peace, bye, Onkel Mo.